der Firma ARG haben wir jetzt den etwas größeren, den Unico-Chat, einen Trainer-Chat. 3 Meter Spannweite, 2,92 Länge, ca. 15 Kilogramm. Und mit der Chatsmant M200, die hat da wirklich ein leichtes Spiel mit dem unheimlich leichten Chat hier. Gigantisch groß, 3x3 Meter und mit einer 20 Kilo Turbine angetrieben. Gesprochen. ARG hat hier, wie gesagt, den Unico-Chat im Programm, der mit seinen 3 Meter Spannweite bei nur 15 Kilogramm Abfluggewicht mit elektronischem Fahrwerk, sogar mit elektronischer Bremse, eben mit einer 20 Kilo Turbine sehr, sehr gut unterwegs ist. Startstrecke auf Gas beträgt nur ca. 20 Meter und das, wenn man nur eine 16er Turbine einbaut. Das heißt, es ist also wirklich kein Grund mehr, auf einen kleinen Gasplatz jetzt auf Jetfliegerei zu verzichten. I'm just reading that this jet allows a takeoff from asphalt or from grass after only 20 meters at a very, very low speed. And this is on a smaller turbine that we see here. That would be on a 160 turbine. So there is no excuse at all not to go and fly a jet, even if your model size is extremely small and you only have a glass on the Ravello. Now very, very nice team with the flaps extended to slow flight. Da war zum Beispiel sehr, sehr schön zu sehen, wie langsam die Unico hier gemacht werden kann. Jetzt nochmal von links nach rechts, der Smoker ist noch an. Ja, das ist mit Rückenwind. Also unheimlich langsam hier. Jetzt hat man gerade eine kleine Verpuffung gesehen, wie der Smoker eingeschalten worden ist. Ja, wie gesagt, kann sehr, sehr langsam geflogen werden und noch eng gekurvt werden. Es ist einfach möglich durch die wahnsinnig geringe Flächenbelastung. Und Klappen rein, dann geht es aber gleich wieder ziemlich zackig hier um die Ecke. So, die nächsten beiden können die Turbine starten. Immer noch für die Firma ARG. Dann während der Unico hier noch seine Runden dreht, rollt jetzt nochmal ein Modell an den Start von der Firma ARG, das ich jetzt fast nicht erkannt hätte. Wir haben ja gerade die schöne Zweierformation gesehen von den Sciroccos. Das ist jetzt nochmal eine Scirocco in einem komplett anderen Farbdesign. Kaum wiederzuerkennen. Wie gesagt, ein sehr, sehr schöner Trainer-Chef. So. Energiesparendes fährt von das Fahrrad ein, das Modell am Rücken liegt, haben wir gerade gesehen. Und die
Dritte im Bunde, die Dynamo kommt jetzt auch hier raus. Ähnliche Größe wie bei der Scirocco. Der Rumpf ist ein klein bisschen kürzer und der Unterschied ist hier einfach, dass die Turbine ohne Schubrohr auskommt, das heißt direkt am Ende der Tragfläche unten rausbläst. Jetzt schauen Sie mal, wie langsam die Unicorn zur Landung eingeschwebt kommt. Da könnten wir fast mitlaufen. Amazing how slow the Unicorn can be flown on the landing. Many thanks to ARG.